Okay. Du bist... Geralt. Bleib zurück. Hör auf mit... Jürgen! Mal sehen, wie lange ihr durchhaltet. Jürgen! Hör mal, kann ich das auch benutzen, die magische Falle? Schwabe! Die Arme! Nö. Okay, so, jetzt Moment. Nein! Ich brauche nur genug Leben, dann schaffe ich das auch. Du? Blöde Wahrheit! Nimm die! Lala Wacker! Schnell weg! Okay, so funktioniert das. So muss das gehen. Die Arme. Kira, das ist passt ist perfekt, ey. Blöde Wahrheit! Kira! Oh, das so läuft das. So läuft das. Geralt, sieh nur! Ich hab den Dreh raus. Bleib ruhig. Konzentrier dich. Wo ist der andere da? Ich muss ihn wieder näher zu Kira bringen. Jetzt. Nein, der hat Dingens hat er. Da bist du hässlich. Kira? Nicht gut. Okay. Okay, jetzt macht er dieses Ding. Jetzt kann ich ihn ja nur einmal treffen. Die Arme! Okay, na. Nein! Scheiße. Das wirst du bereuen. Einen starken Angriff. Jetzt bin ich gar nicht weggerutscht. Nein! Ah, fuck, Geralt. Okay. Geh weg da! Geh weg von mir! Wir hatten ihn so gut in der Enge! Und jetzt? Weg da! Lala
Aua. Okay. Tiere, 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 Tiere. Noch eine Spalte. Oh, ich sollte da nicht reingehen. Nee, ich sollte da nicht reingehen. Ja, so. Lärme! Mhm. Jetzt bringt das gar nichts mehr. Jetzt hält er nämlich die ganze Zeit hier. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße! Oh, weg da. Gott. Lärme. Nee, ich trau dem Braten nicht. Still. Nein! Oh, weil sie wieder mit dem Blitz kam. Ey, dann wirkt das nicht. Nimm dies! Blohede Wahrheit! Jebel! Nein! War sie schon wieder mit dem Blitz? Mein Gott, die blöde Kuh, Oh, jetzt hat's gar nicht geholfen. Toll. Mein Gott, Oh. Nein! Kira? Nimm dies! Nein, geh weg da! Ich will nicht mehr. Weg da? Doch, mein Gott. Blohede Wahrheit. Oh! Bella Glan. Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir. Oh. Ich habe noch eine Nachricht für Ciri hinterlassen. Ja, aber erst hier. Ich habe das nämlich vorhin schon gesehen. Und da ist auch noch was gewesen. Hier. Und erstmal Inventar. Kleine Meditation. So, und einmal F5 einmal abspeichern. Es wird sehr dunkel hier.
Warum ist das hier so dunkel? Das schwimmt doch hier, guck mal. Das schwimmt. Hat der denn was liegen gelassen? Oh ja. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Oh. Cyril, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben Sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, hätten Sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst... Aber ich habe nicht gesagt. Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Hm. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Mhm, woher das wohl kommen mag. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf. Und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cyrilla wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Ich habe ja schon mitgekriegt, dass es viele Easter Eggs bezüglich überhaupt hergekommen? Märchen geben soll in The Witcher. Jetzt gerade haben wir wohl Hänsel und Gretel gehabt. Mit dem süßen Pfad und das alles. Oh, warte mal. Hä? Ah. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe.
Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Irgendwas. Ah! Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Das ist keine Wand. Das ist wie vorhin da bei dem Stein. Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Aber ich habe da hinten ja erst noch eine Illusion gesehen und die machen wir jetzt erst. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Ich muss sagen, ich werde immer mutiger. Sollte ich tauchen? Nö. Brauch nicht tauchen. Doch, da unten muss ich tauchen. Interessant. Ach, das war so klar. Du blödes Vieh bist doch überall, ne? Hat mir wenigstens ein Schwert gebracht, aber ich habe gehört, ach ja, Easter Eggs, genau. Ich habe auch gehört, dass da. Na? Sorry, musste gerade, genau, ja. Rotkäppchen soll auch drinne vorkommen. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und ich glaube, 50 Shades of Grey soll auch drin vorkommen. Mal gespannt, ob wir alle finden. Also Hänsel und Gretel habe ich auf jeden Fall schon. Mit dem süßen Pfad, die Hexe und so. Das. So, jetzt bin ich wieder da. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das... Hilfst du mir? Ja, komm. Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan. Hier finden wir bestimmt etwas. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Ach nein. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen.
Der zweite neben dem ersten spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Okay. Das ist Nummer 3. Dann ist das 4? Nee. Warte. Das kann nur 1 sein. Brennt wie Zunder. Dann ist das 2. Warte. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. 3. 4. Es hat funktioniert. Ich bin perfekt. Das war nicht. Hä? Oh. Das Medaillon sieht aus wie ein Elfenhain. Das muss ein Ort der Macht sein. Schon wieder ein Golem. Die kommt ja gar nicht mit. Wenn der mich nicht sieht, ne? Er sieht mich. Ja, jetzt kriegt das nicht mehr raus. Shitter. Wow, kann mir mal einer sagen, warum Kira nicht hier dabei ist? Was du zu bieten hast. Scheiße. Boah. Magie, ein Ort der Macht. Hab ich doch schon. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist.
Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreganan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Ach, das ist das. Ah, Zeichen der. Oh, da ist was. Da ist was. Ja. Da haben wir alles. Jetzt können wir wieder zurückgehen, ne? Finde einen Weg zur Oberfläche. Gehen wir? Was sieht denn dahin? Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Oh, frische Luft. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Stufe 5 erst. Ach je. So, was haben wir denn da an Quests? Herrin des Waldes, Scheiterhaufen in Novigrad. Besucht Triss in ihrem Haus. Okay. Da haben wir denn auch etwas für kleine Leute? Nee. Scheiße. Was soll das denn werden? Das ist erst auf Stufe 10. Boah. Stufe 7, Wildes Herz. 6, Baron und Herrin des Waldes. Zartau, ja, das brauche ich gar nicht. Ich denke, wir werden erstmal nach Kira. Kira. Wo sind wir denn gelandet? Mittelhain. Da. Ach ja. Da war ja was. Los, los! Nein, Blitze! Fuck! Oh mein Gott!
Toll, Plötz ist beschäftigt. Was zum... Ich hätte wahrscheinlich... Mach langsam. Ja, komm hier auch wieder. Los, lauf! Alles so hochgelevelte Viecher, ne? Was machst du denn da? Warum läufst du denn da lang? Ach. Los, los! Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher! Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Aha.